Hey Leute, ich bin's, Massimo. Ja, ich bin hier in Ludwigsburg auf dem politischen Aschermittwoch. Und gerade war auch schon das Neumitgliedertreffen, wo ich schon Katharina Barley, Luisa Boos und Leni Breimeyer habe kennenlernen dürfen. Ja, es war ganz interessant und ganz nett. Und jetzt stehe ich hier. Und nochmal kurz über mich. Ich bin Massimo, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe in Östring aufs Gymnasium und nun habe ich die Ehre, hier den politischen Aschermittwoch live zu kommentieren und den ihr jetzt auch mitverfolgen dürft. Ja. Ich bin seit circa 2 Monaten bei den Jusos und in Bad Schönborn und auch Karlsruher Land ziemlich aktiv und ja, seit einer Woche bin ich jetzt auch bei der SPD. Martin Schulz hat mich einfach begeistert. So, erst war ich ja nur bei den Jusos, weil ich wollte einfach in der Kommunalpolitik mich für soziale Gerechtigkeit engagieren, weil die SPD ist ja seit über 150 Jahren fast die einzige Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Aber dann kam Martin Schulz und das hat mir einfach den Ruck gegeben, jetzt muss ich einfach auch der SPD beitreten. Und jetzt habe ich die Ehre, hier den politischen Aschermittwoch noch mitzuverfolgen, ja. Aber das ist ja noch nicht alles. Warum überhaupt SPD? Ich bin 15 Jahre alt, wie schon gesagt, und die SPD ist die einzige Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Aber ja, ich bin 2001 Jahrgang und ich kann sozusagen fast seit ich denken kann, ist Merkel an der Macht und jetzt ist einfach ein Tapetenwechsel nötig. Martin Schulz ist einfach so der Auslöser, warum ich jetzt, also nicht nur der einzige Auslöser, warum ich in der SPD bin, aber einer der großen Auslöser. Ja. Hallo Luigi. Ja, ihr könnt jetzt auch einfach kommentieren und ich werde auf eure Kommentare eingehen. So. Gerade oben, wie ihr bestimmt hören könnt, redet Leni Breimeyer. Wir werden jetzt gleich reingehen und auch Katharina Barley hören. Wie gesagt, ihr dürft kommentieren, auf die Kommentare werde ich eingehen. Und jetzt gehen wir hoch. Das Treffen war super. Die Stimmung ist saugeil. Leni begeistert richtig. Jetzt gehen wir rein. Jetzt sind wir durch. Wir haben das jetzt zu. Lasst uns das mitnehmen in dieses Jahr 2017.
abgeschafft hat für personalvolle Inhalte. Es geht um die großen Linien. Der Abgeordnete hat sie beschrieben, die großen Linien sind, ich sage es auch gern, weil Brigitte Dahlbinder Deutsch, eine intakte Umwelt, soziale Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt. Lasst uns darum ringen, meine lieben Genossinnen und Genossen. Und in diesem Sinne, heute in Polen ist schon Mittwoch und dann sehen wir uns hier und da und dort und überall bei ganz großartigen Wahlkampfveranstaltungen. Vielen Dank. Hier bin ich wieder. Gleich kommt Katharina Barley. Ihr habt gerade die Rede von Leni Breymeier gehört. Es ist kurz Pause. Super, danke Silvio, danke fürs Teilen. Die Stimmung ist super. Also schon als ich vor einer Stunde hier angekommen bin, war hier schon ziemlich viel los. Ja. Gleich geht's weiter, dann mit Katharina Barley. In der SPD, ich muss sagen, ich fühle mich richtig wohl. Ich habe es mir vor einem Jahr noch ganz anders vorgestellt. Vor einem Jahr war ich noch, was Politik angeht, komplett nicht desinteressiert, aber es war echt anders. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Aber dann kam so einfach mein persönlicher Wandel, in dem ich mich dann einfach einsetzen wollte, und zwar auch für Kommunalpolitik. Aber als dann Martin Schulz kam, ich mich mehr mit ihm auseinandergesetzt habe, mich über ihn informiert habe. Das hat mir einfach den Druck gegeben, einfach der SPD beizutreten. Und ich find's super cool, ich find's super klasse. Politik macht einfach Spaß. Gibt es auch einen offiziellen Stream? Das ist der offizielle Stream. Das heißt, könntest du deine Frage vielleicht ein bisschen konkreter stellen? Dein erster Arsch am Mittwoch, wo du dabei bist? Ja, der allererste. Ja, super.
extra hergekommen. Woher kommst du denn? Ich komme aus Bad Schönborn. Bad? Bad Schönborn. Oh ja, okay, super. Extra hergekommen. Das finde ich großartig. Ja. Siehst du mal, Stimmung ist gut, ne? Stimmung ist super. Bundestagswahl wird erfolgreicher als die Landtagswahl. Davon gehe ich mal aus, ja? Ja. Ich will alle mithelfen. Hast du schon Anschluss zu den Jusos gefunden? Ich bin Juso-Mitglied. Ja, ja, das ist super. Ich bin Juso-Mitglied und seit einer Woche SPD-Mitglied. Ja, okay, super. Und jetzt habe ich die Ehre hier ja. live auf Facebook ja. Den politischen Aschermittwoch ja, ein bisschen zu kommentieren. Und ja. Und okay. Deals. Ja. Okay, also dann viel Spaß noch, ja? Danke. Alles gut. Ciao. Hi. Leute, das ist Katharina Barley. Heißt ein Facebook Live Book, der kennt mich schon. Ich mach das ja häufiger. Ja, wir kommen hier in Ludwigsburg. Wir haben schon, was wir bestimmt schon erzählt, ne? Lisa gehört und Lenin. Und jetzt bin ich dran. Ja. Gleich haben wir die Rede von Katharina. Wir sind alle ziemlich gespannt. Ja. Ja, die Stimmung ist vor allen Dingen echt mega. Kann man sich nicht beklagen. Ja. Hi Leni, wir sind hier live auf Facebook. Das ist wunderbar. Hi, ich hoffe, schauen viele zu und ich bin jetzt ganz gespannt auf die Rede von der Katharina Barley. Das ist einfach eine ganz großartige Generalsekretärin. Ich bin so froh, dass wir so eine Vielfalt in unserer Partei haben. Und nochmal Kompliment für Ihre tolle Rede. Dankeschön, wir sind jetzt per und ich freue mich drüber. Ja. Grüße aus Ludwigsburg, Bad Schönborn und Karlsruhe-Land. Hier, hi. Ach so. Mit Nesa Yildirim.
Frau mit Kaffee nach Hause. Ja, liebe Luisa, liebe Leni, liebe Genossinnen und Genossen. Erstmal herzlichen Dank für diesen warmen Empfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das seit 15 Monaten und ich bin viel unterwegs, aber das heute ist, ist schon was Außergewöhnliches. Also die ganze Atmosphäre ist besonders. Ich kann es jetzt gar nicht genau festmachen. Super. Ist sehr herzlich, aber nach dem, was du auch erzählt hast, Leni, nach den Erfahrungen aus den letzten Jahren, ist es, glaube ich, auch hier nochmal besonders schön, diesen Höhenflug, den wir gerade erleben und diesen großen Zuspruch. Und dass Genossinnen und Genossen ihr 25-jähriges Parteijubiläum und ihren 50. Geburtstag mit uns verbringen, das ist schon echt eine große Ehre. Vielen Dank, dass ihr beide da seid. Die Stimmung so aufgeheizt, dass zum
Beispiel eine unserer Kolleginnen dort zu Tode gekommen ist, dann möchte ich ihn wieder auch mal daran erinnern. Jo Cox, eine junge Labour-Abgeordnete mit zwei kleinen Kindern, ist von einem fanatischen Brexit-Befürworter auf offener Straße umgebracht worden. So eine Stimmung hat da geherrscht. Mich hat das sehr beschäftigt. Ich bin auch Britin, mein Vater ist Brite, ich habe auch die britische Staatsangehörigkeit. Und ich habe dieses Land zum Teil nicht wiedererkannt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich erkenne es bis heute kaum mehr. Ein Land, das immer Einwanderung hatte, ein Land, das sehr tolerant ist, eigentlich. Dort erleben wir jetzt Menschen aus Osteuropa beispielsweise körperlichen Angriffen ausgesetzt. Kinder beschimpft und bespuckt werden. Was Populismus aus einem Land machen kann, ist, man sieht es natürlich noch in einem anderen Land. Lisa hat es schon angesprochen, man sieht es in den USA. Meine Güte, wer hätte denn das für möglich gehalten, dass der wirklich gewählt wird? Ja, wir waren uns. Dass man mit ganz simplen auf den Sündenbock zeigen, mit Politik auf Kosten von bestimmten Bevölkerungsgruppen, damit kann man die niedersten Instinkte von Menschen ansprechen. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Das ist in jeder Gesellschaft eine Seite, die man zum Klingen bringen kann. Wir Deutsche wissen das am besten. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, wenn du von den 1050 Neuantritten in Baden-Württemberg sprichst. Auf der Bundesebene, ich darf noch nicht verraten, weil ich gerade noch mal eine SMS bekommen, wie viel wir derzeit haben. Ich verrate deswegen erstmal nur die Online-Zahlen. Seit Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten ausgerufen worden ist, seit dem 24. Januar haben wir nur online weit über 6.500 Eintritte. Zum Vergleich, im ganzen letzten Jahr hatten wir 13.000. Und ich bin deswegen so stolz und so dankbar, auch für diejenigen, die jetzt hier im Saal sind, die wir eben schon begrüßen durften, in dem kleinen Vorempfang für die Neumitglieder. Weil es dem etwas zeigt, diese Schlafwagenpolitik von Angela Merkel, die ist rum. Die zieht nicht mehr. Einfach alle in Sicherheit liegen und sagen, oh, vertraut mir, es wird schon gut gehen. Auch ein bisschen Politik langweilig machen. Politik von anderer Seite jedenfalls auch verächtlich machen. Das zieht nicht mehr. Die Menschen spüren, dass sie aufstehen müssen von so etwas, dass sie sich engagieren müssen, dass sie Farbe bekennen müssen und Haltung zeigen müssen. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, wir in unserer langen, 154-jährigen Tradition, Leni hat es ja auch schon angesprochen, wir sind die Partei derjenigen, die, wenn es hart auf hart kommt, den Rücken gerade machen und die Stirn bieten allen Populisten und Rechtsdemagogen. Wir werden zeigen, was Demokratie wirklich zu leisten imstande ist. Nach großen Parteien zu sein, in Erfolgsparteien noch dazu in einer, die
vereinen. Und im Grunde genommen geht es nur darum, dass man am Ende die Mehrheit hat und die Inhalte sind eigentlich zweitrangig. So ist das bei uns ganz klar nicht. Wir ringen um die richtigen Lösungen, wir ringen um die richtigen Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit mal nutzen, um mich bei euch allen als Generalsekretärin dieser Partei wirklich ganz, ganz aus tiefem Herzen zu bedanken. Weil ich auch weiß, dass diese Partei es uns allen nicht immer leicht macht. Gerade die, die auf 25 Jahre oder zum Teil noch länger dabei sind, wir wissen das. Ich selber habe ja bis vor 3 Jahren Politik auch nur ehrenamtlich gemacht. Und ich habe auch oft bei einzelnen Entscheidungen so gerungen. Ich gebe das ja ehrlich zu. Aber was uns ausmacht, und ich finde es besonders beeindruckend bei der baden-württembergischen SPD in dieser Phase, was uns ausmacht, ist, dass wir uns an den entscheidenden Punkten immer wieder auf unsere Grundwerte besinnen. Auf Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Und darauf, dass wir zusammenstehen müssen, um die richtigen Antworten für dieses Land zu finden, heute mehr denn je. Deswegen euch allen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch für diese wunderbare Partei engagiert. Und es wird nicht einfacher, die richtigen Antworten zu finden. Denn wir stellen ja fest, dass sich die Welt schneller ändert, als es früher der Fall gewesen ist. Fortschritt hat es immer gegeben, das sind gut so, sonst wäre ich ja wohl nicht. Aber in den früheren Zeiten ging das so ein bisschen mehr Schritt für Schritt. Und im Moment hat man den Eindruck, hin und wieder gibt es so ganz große Quantensprünge und dann verändert sich ganz viel in der Arbeitswelt zum Beispiel oder in der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Und das bringt Unsicherheit. Und ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass die Sozialdemokratie wirklich die einzige Partei ist, die hier auf die richtigen Antworten geben kann. Jetzt hat Leni das unter die... Ja, ich werde es euch auch noch bedrücken. Leni hat das jetzt auf die Formel, auf die Aschermittwochs-Formel gebracht, alle blöd außer uns. Ja, auch das stimmt. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber ich und fragen, wie stellst du dir dein Leben als ein Lebendes vor? Und wie können wir dich dabei unterstützen, dieses Leben so zu führen, wie du es für dich entscheidest? Und wenn du mehr Unterstützung brauchst in deinem Leben, weil deine Startchancen vielleicht andere sind als bei anderen, dann bekommst du von uns auch mehr Unterstützung dabei, weil jeder Mensch ein Recht auf ein gelingendes Leben hat. Und was ist da der Unterschied zu den anderen Parteien? Der Unterschied liegt darin, bei der CDU merkt man es im Moment besonders deutlich. Das hat Leni schon angesprochen. Längere Bezugsdauer, Arbeitslosengeld 1. Das ist doch wirklich nur recht und billig für Menschen, die zum Teil Jahrzehnte gearbeitet haben. Dass man denen zugesteht, dass sie an längerem Zeitraum besser gestellt werden als Menschen, die noch nie in ihrem Leben berufstätig waren. Das ist doch nicht mehr als recht und billig. Und was tun die Union? Was tut vor allen Dingen die CDU? Die tun mal wieder so, als wäre das der Untergang des Abendlandes, rechnen ursprünglich Beträge vor. Da denke ich immer mal gerne an den Mindestlohn zurück. Da haben sie uns auch prophezeit, dass hier die Sozialversicherungssysteme zusammenbrechen, Millionen Jobs verloren gehen und Unternehmen ins Ausland abwandern. Die Prognose war damals so falsch, wie die heute ist. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, die wollen am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil jede Veränderung bringt für die Unruhe mit sich. Konservativ. Alles konservieren, alles so lassen, wie es ist. Das kann keine sozialdemokratische Antwort sein. Das kann kein sozialdemokratischer Ansatz sein. Warum nicht? Weil wir in diese Partei eingetreten sind, um das Leben von Menschen zu verbessern. Jeden Tag. Und solange wir nicht Gerechtigkeit für jeden Menschen in diesem
diesem Land hergestellt haben, so lange werden wir für mehr Gerechtigkeit in diesem Land eintreten. Mit allen Teilen. Die haben halt ihr eigenes Weltbild. Ihr habt ja hier nochmal so spezielle Blumen. Aber ich glaube, das ist so der grüne Grundansatz. Ich weiß, wie dein Leben ein gelingendes wäre. Nämlich indem du ökologischer wirst, indem du nachhaltiger wirst. Das sind auch alles gute Ansätze. Aber es reicht eben nicht, wenn man das Elektroauto vor der Tür hat und das Alarmpanel auf dem Dach, entschuldigt, dass ich jetzt ein bisschen platter werde, aber so überspitzt muss man es am politischen Aschermittwoch eben sagen. Und wenn dann nur das vegetarische Schnitzel auf dem Teller liegt, das ist eben noch keine Gerechtigkeit und schon gar keine soziale Gerechtigkeit. Da sind die Grünen leider nach wie vor ziemlich lieb. Ich will jetzt gar nicht groß über die kleineren Parteien reden, die sich notgedrungen auch um kleinere Ausschnitte der Gesellschaft nur bemühen und nicht wie wir die Gesellschaft als Ganzes im Blick haben. Und umgekehrt, eigentlich will ich auch gar nicht auf so eine Partei eingehen, die euch hier in Baden-Württemberg ja nochmal besondere Schmerzen bereitet, nicht nur euch, sondern allen Demokraten. Aber den alten Satz finde ich schon. Was die machen, ist das Gefährlichste. Und das ist das Gleiche, was wir sehen in Polen, in Ungarn, bei Marine Le Pen, bei Gerd Wilders und auch bei Donald Trump. Die tun so, als könnte man all das Zukunftsgerichtete, all den Fortschritt, den wir erreicht haben, vor allen Dingen den gesellschaftlichen Fortschritt, als könnte man den wieder zurückschrauben. Als könne man die hart erstrittenen Frauenrechte wieder zusammenstreichen, so wie das in Polen geschehen ist. Ja. Als könne man Verfassungsgerichte beschneiden, wie das in Ungarn geschehen ist. Und wie wahrscheinlich, bei allem, was wir wissen, auch möglicherweise Trump es demnächst vorhat. Da kann man die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiter einschränken. Und vor allen Dingen der freien Presse geht es überall an den Kragen, dort wo diese Menschen dort, wo sie Einfluss haben. Mit dem Begriff Lügenpresse haben sie diesen Spalt, den es schon in unserer Gesellschaft gibt. Und da bin ich froh, dass es Pussyherz gibt, dass es Männer und Frauen gibt, die dagegen aufstehen. Und sie tun es in Polen, in Ungarn, in den Niederlanden, in Frankreich gegen Wilders und Le Pen. Sie tun es in den USA. Und ja, auch wir müssen aufstehen, hier in Deutschland, und müssen klar machen, mit uns ist ein Rückschritt in der Demokratie, in unseren demokratischen Rechten, auf keinen Fall zu machen. Während den Anfängen, da stehen wir als Bollwerk der Demokratie seit 154 Jahren dagegen. Trump manchmal zu der
Konsequenz und Geschwindigkeit, mit der er seine Wahlversprechen umsetzt. Also da kann einem auch echt schwindelig werden. Und der lädt einen Viktor Orban zu sich in die Staatskanzlei ein. Das darf man echt nicht durchlassen. Auf Augenhöhe, und wieder liest man ja dann schon Rückschlag bei der SPD. Es geht nicht mehr aufwärts, nur noch Stagnation bei 31%. Halber aus, gell? Aber diese Woche geht es auch schon wieder aufwärts. The sky is the limit, sag ich dann mal. Aber vor allen Dingen sieht man eben auch, wie die dann anfangen, miteinander umzugehen. Ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, wie ihr wisst. Da gibt es eine ehemalige Weinkönigin, die gerne mal Ministerpräsidentin werden wollte. Die hat das noch relativ charmant umschrieben. Die hat gesagt, wir reden über einen Promillebereich, in dem wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber gerade als Weinkönigin sollte sie eigentlich wissen, dass auch manchmal ein paar Promille reichen, um einen gehörig aus dem Bahn zu werfen. Und so passiert das gerade zwischen Station und ich habe mir das angeschaut, Leute, das kann so nicht bleiben.
in einem reichen Land, wie wir es sind. Da arbeiten wahnsinnig engagierte Menschen. Und die tun alles, was sie können. Und was sie mir dann sagen, ist, ja, natürlich wäre das schön, wenn ich Zeit an der Baugung her hätte im Monat. Aber darauf kommt es mir gar nicht an. Was ich eigentlich möchte, ist Zeit für die Menschen zu haben. Zeit, mich um deren Bedürfnisse wirklich kümmern zu können. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und zwar sowohl für die dementen Menschen, die da in diesem Pflegeheim sind, als auch für die Beschäftigten, an die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch immer denken. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und es ist richtig, alles auf den Prüfstand zu stellen, was soziale Gerechtigkeit und vor allen Dingen natürlich Arbeitsmarkt betrifft. Das ist unsere DNA sozusagen. Aber wir müssen auch darüber hinaus schauen. Bildungsgerechtigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wissen, eine neue Studie der OECD hat das wieder bestätigt, wenn man aus einer Geringverdienerfamilie kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 70%, dass man Selbstbildungsverdiener sein wird. 70%. Fast drei Viertel haben eben nicht die Chance, einen anderen Weg zu gehen. Da kann man jetzt sagen, ja, statistisch gesehen, ne, Soziales, was Arbeit schafft, ist es nicht. Es ist unsere Aufgabe, dass auch jeder dieser jungen Menschen die Chance hat, nach den eigenen Fähigkeiten, nach den eigenen Neigungen, den eigenen Weg zu gehen. Und deswegen wird Bildungsgerechtigkeit für uns immer ganz, ganz oben auf der Liste stehen. Und ich will ein weiteres Beispiel nennen, weil Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ja in der Struktur her sich durchaus ähneln. Ich glaube, ihr habt dieses Problem noch stärker als wir. Das ist diese unterschiedliche Lage in Städten und auf dem ländlichen Raum. Bei dem kurzen Film, den ihr da oben gesehen habt, haben wir nicht umsonst diesem ländlichen Raum auch ausdrücklich einen Platz gegeben. Wir erleben das, dass in den Städten junge Menschen oder auch ältere, jedenfalls Menschen mit einem ganz normalen Einkommen, sich die Wohnungen nicht mehr leisten. Und wir leben umgekehrt auf dem Land, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, selbst in meinem Wahlkreis, der an Luxemburg grenzt, also wo wir sehr viel Kaufkraft auch über die Grenzen bekommen, solange es die Maut noch nicht gibt, da leben wir in dem von Luxemburg abgewandten Teil auch das Dörfer wirklich auszusterben, weil da eben kein Geschäft mehr ist, schon lange kein Geschäft mehr ist, der Kindergarten möglicherweise vor dem Haus steht, der Bus nur noch zweimal am Tag fährt. Und wenn dann die letzte Kneipe schließt, dann zieht er auch irgendwann kein junger Mensch mehr hin. Das ist auch eine Situation, auf die Politik Antwort geben muss. Wenn man das so sieht wie hier, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, welches Leben für ihn ein Leben ist. Und wenn ich für mich entscheide, ich möchte dort leben bleiben, wo ich ausgebrochen bin, oder aus irgendeinem anderen Grund im ländlichen Raum wohnen, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man das auch kann. Sage ich jetzt mal für uns. Nee, ich will
will euch nicht mit den Einzelmaßnahmen anfangen. Ich will euch auch nicht mit den Einzelmaßnahmen behelligen, die wir alle in unser Wahlprogramm schreiben. Ihr wisst, wir erarbeiten das in einem ganzen breiten Prozess und das wird ein gutes Programm werden, das wir dann, wenn wir es verschieben müssen, im Juni verabschieden werden. Es wird ein gutes Programm werden. Aber es wird nicht nur auf Programme ankommen, das wissen wir. Und es kommt leider auch nicht darauf an, was man geleistet hat. Man wird nicht belohnt in der nächsten Wahl für das, was man in der vergangenen Legislaturperiode geschafft hat. Obwohl ich hin und wieder, Katja und Martin kennen die Frage schon, hin und wieder auch mal in solchen Versammlungen die Frage stelle, ob mir jemand eine Maßnahme der CDU im Bund aus dieser laufenden Legislaturperiode nennen kann. Nur eine. Genau, danke. Was dann passiert, ist immer dasselbe. Maut? Nein, Maut war die CSU. Noch jemand was? Manchmal kommt dann noch Mütterrente, sei irgendeine eine auch die CSU. Noch jemand? Die Mindestlohn hat die CDU, genau. Also was dann manchmal noch kommt, ist, also mir geht es jetzt, ne, ihr wisst schon, wie ich das meine, mir geht es um Gesetze, wo man sich vorgenommen hat, ich verbessere das Leben von Menschen. Manchmal kommt dann noch schwarze Null, da sage ich, das ist kein Projekt, das ist eine Ideologie, das zählt für mich nicht. Bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gemacht. Noch nicht mal da habe ich eine Antwort bekommen. Das ist ja, aber das ist das, was ich eben meinte. Ne? Die haben keine Vision davon, wie Gesellschaft sein soll. Und die haben auch keinen Plan, was sie verändern wollen. Sondern wenn sie irgendwas gemacht haben, dann kam Außenpolitik, dann reagieren die. Ob das dann richtig ist oder nicht, wenn man immer nur situativ reagiert, darüber kann man dann immer trefflich schreiben. Aber die haben keine Vision, wohin dieses Land entwickelt werden soll. Die haben nicht diesen festen Boden, der 154 Jahre, auf dem wir stehen. Herr Köppler, hast du eben erwähnt, Leben. Ja, dieser Satz, den du genannt hast, der hat sich mir auch eingeprägt. Er hat noch einen anderen Satz gesagt und an dem trage ich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer. Er hat nämlich gesagt, und dabei schaute er mich und einige andere aktive Politiker an, er sagte, er hat ja 98 Jahre. Er sagte, ich glaube, es hat noch nie eine Politikergeneration so viel Verantwortung getragen wie ihr. Und was er damit meinte, ist, es geht jetzt darum, in welchem Land wollen wir leben? Welche Gesellschaft wollen wir? Wollen wir weiter in einem Land leben, wo jeder Mensch selbst entscheiden kann, wie er leben möchte, wo er leben möchte, was mit wem er leben möchte, ob was für ihn ein gelingendes Leben ist, oder lassen wir es zu, dass in dieser Gesellschaft Spaltung einkehrt, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden, dass Sündenböcke gesucht werden, dass es um das geht, was uns trennt, anstatt um das, was uns verbindet. Und deswegen ende ich, so wie ich begonnen habe, mit einem ganz, ganz großen Dank an euch alle, an die neuen Mitglieder und an die, die schon lange dabei sind, und mit einem Appell. Ich habe eben ganz viel mit neuen Mitgliedern gesprochen. Und ich glaube, jeder auf die Frage, warum bist du eigentlich eingetreten, hat mir gesagt, so im Herzen war ich eigentlich schon lange dabei. Und wie oft ich diesen Satz höre, aber es hat mich irgendwie keiner gefragt. Ich habe wirklich, es ist so. Und deswegen bitte ich euch, wirklich ernsthaft, verlasst das Haus nicht mehr ohne mindestens 5 Mitgliedsanträge in der Tasche. Inzwischen wissen, nicht so dieser klassische Generalsekretärin-Typus, so das
hau drauf und möglichst der. Ich bin eigentlich ein eher diskreter Mensch, auch im Umgang mit meinen Mitmenschen. Und ja, ich bin jetzt 24 Jahre in dieser Partei, auch für mich war das lange immer noch eine Überwindung, dann zu sagen, komm auf mich, ne, willst du nicht. Weil man so ein bisschen einliegt, Privatsphäre, ne? Aber liebe Leute, jetzt ist die Zeit. Jetzt gilt es. Wir haben diese vielen Neueintritte nicht von ungefähr. Wir haben die, weil die Menschen uns das zutrauen und weil sie Lust haben, diese Gesellschaft mitzugestalten, im Sinne von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ich freue mich wie Bolle auf einen richtig tollen Wahlkampf mit euch und ich wünsche euch viel, viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank. Vorab. Ich verabschiede mich nun. Wir sehen uns später. Vielleicht noch live auf Instagram. Es folgen weitere Fotos und weitere Posts. Danke fürs Zuschauen.